Andrea Behrens und Claudia Schnettler sind vor 7 Jahren nach New Mexico in den USA ausgewandert. Hier betreiben die beiden deutschen Frauen eine Gäste-Ranch. Die Creek Ranch morgens um 7. Claudia füttert die Hühner und sammelt frische Eier ein. Ihre Aufgabe heute: Kaffee kochen und Pancakes zubereiten. Denn bald kommen die Urlauber aus ihren Zimmern und wollen frühstücken. Wir essen generell mit den Gästen zusammen, auch Abendessen. Mittagessen ist meistens draußen beim Ausritt. Also im Prinzip teilen wir unser Leben mit den Gästen von morgens bis abends. Während Claudia Frühstück macht, hält Andrea Ausschau nach den 35 Pferden der Creek Ranch. Die Herde lebt auf einem Gelände, das so groß ist wie rund 3500 Fußballfelder. Nur wenn die Pferde für Ausritte gebraucht werden, holt die 44-Jährige die Tiere zur Ranch. Ich gucke, ob die Pferde hier sind, ob ich die sehe, ob wir die hier reinholen müssen. Die sollen ja nachher geritten werden. Haben sie keine Lust zu, deswegen verstecken sie sich jetzt. Mit Hilfe einer Sirene lockt Andrea die Pferde zur Ranch. Denn die Tiere wissen genau, ertönt die Sirene, gibt es dort leckeres Futter für sie und die Herde kommt bereitwillig dorthin. An der Ranch angekommen, haben die Pferde erstmal Zeit zum Fressen und Trinken. Währenddessen sitzen Andrea und Claudia mit ihren Gästen gemeinsam beim Frühstück. Die Urlauber wohnen mit den beiden Frauen unter einem Dach. Inzwischen ist es 9 Uhr. Andrea kümmert sich um 2 kranke Pferde, die zurzeit wegen Verletzungen nicht bei der Herde sein können. In Deutschland hat die 44-Jährige Internetseiten für Ferienwohnungen gestaltet und gewartet. Ihren Bürojob vermisst sie aber hier überhaupt nicht. Morgens aufstehen, nachmittags geht man nach Hause, Wochenende frei, ist auch schön. Aber das im Büro sitzen war nicht so richtig meins. Und dann irgendwie hier kann ich jetzt draußen arbeiten, ist viel schöner. Gefällt mir besser. Bevor Claudia nach New Mexico kam, war sie in Deutschland kaufmännische Angestellte in einer Druckerei. Sie und Andrea haben sich vor 10 Jahren bei einem Ranchurlaub in den USA kennengelernt. Beide Frauen wohnten nicht weit voneinander entfernt in Nordrhein-Westfalen. Es wurde schnell eine Freundschaft daraus. Wir leben hier jetzt seit 7 Jahren. Und im Prinzip ist es ja 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Wir arbeiten zusammen, wir leben zusammen. Nein, wir sind auch kein Paar. Ne? Aber im Prinzip, wenn du so viel Zeit mit jemandem verbringst, muss es schon passen. Ihren Traum vom Cowgirl lebt die 50-Jährige auch dank 3 Investoren. Einer von denen ist der Vater ihrer Freundin Andrea. Hier waren keine Gebäude, hier waren nur grobe Straßen und Zäune und das war's. Vielleicht ein paar Kühe noch. Also insofern, das alles, was hier entsteht, ist alles gebaut worden, während wir hier sind. Hier waren 11 Uhr ist es jetzt. Andrea bekommt einen wichtigen Anruf. Hey Claudia, du. Einige Kühe sind ausgebüxt. Zusätzlich zu den 35 Pferden kümmern sich die Frauen auch um 300 Rinder, Kühe und Kälber. Ab und an passiert es schon mal, dass Tiere im Zaun ein Schlupfloch finden und wieder eingefangen werden müssen. So wie heute. Ein paar von unseren Kühen sind auf einer geleasten Weide ausgebrochen, stehen jetzt bei dem Nachbarn quasi vor der Tür. Und der hat die jetzt zumindest in der einen Weide für uns festgehalten, freundlicherweise. Und jetzt wollen wir die zurückholen. Eigentlich sollte heute Morgen ein Ausritt stattfinden. Stattdessen machen Andrea und Claudia die Pferde für den Viehtrieb bereit. Typischer Ranch-Alltag. Pläne ändern sich schnell, wenn man mit Tieren arbeitet. 12 Uhr ist es inzwischen. Der Viehtrieb startet. Um die ausgebüxten Kühe und Kälber zurück zur richtigen Weide zu treiben, werden Andrea und Claudia rund 3 Stunden im Sattel sitzen. Ein lokaler Cowboy, der das Gelände gut kennt, hilft ihnen dabei. Die Ranch-Gäste reiten beim Viehtrieb übrigens mit. Allerdings sollte man sattelfest sein. Denn ein Viehtrieb dauert länger als ein Ausritt und führt durch sehr unwegsames Gelände. Geschafft. Viehtrieb erfolgreich beendet.
Was waren es? 14 Kühe, 12 Kälber. Dahin, wo sie hin sollten, wo sie eigentlich ursprünglich hergekommen sind. Thank you, Joe. Und ja, jetzt sind sie wieder in ihrer Weide. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Zäune flicken, damit das nicht wieder passiert. 16 Uhr, zurück auf der Ranch. Andrea versorgt die Pferde. Claudia kümmert sich währenddessen in der Küche um das leibliche Wohl der Gäste. Geregelte Arbeitszeiten wie damals in Deutschland hat die 50-Jährige hier nicht. Meine Arbeitszeiten sind wesentlich länger, aber dafür ist, das stimmt das Ganze drumherum. Das ist mein Zuhause. Das sind Dinge, die mir Spaß machen. Ich kann Pferde reiten. Ich kann Kühe treiben. Ich kann nette Menschen von überall auf der Welt hier kennenlernen. All das konnte ich in meinem Bürojob in Deutschland nicht. Und von daher, ja, längere Arbeitszeiten. Ist es Stress? Nee. Während Claudia schon das Abendessen vorbereitet, kümmert sich Andrea um die 6 Gästezimmer. Putzen, Betten beziehen, aufräumen. Die 44-Jährige fühlt sich wohl in New Mexico. Auch wenn sie sich erst an so manche Eigenart gewöhnen musste. In New Mexico ist Manana-Land. Ja, klar, natürlich. Also das sieht man hier von der Einstellung der Menschen einfach. Ne? Sie sind halt nicht ganz so auf Zack, sag ich mal, wie die Deutschen. Und da musste man sich auch daran gewöhnen, dass man teilweise ein bisschen länger warten muss. Mittlerweile finde ich es ganz nett, dass es halt alles nicht ganz so stressig ist. Gut, natürlich, wenn man mal irgendwas ganz schnell, ganz dringend braucht, dann hofft man natürlich, dass es schnell geht. Aber alles gut, also man kommt damit schon klar. Man gewöhnt sich schnell an Sachen, also ich zumindest. 19 Uhr ist es inzwischen, Zeit fürs Abendessen. Seit 12 Stunden kümmern sich Claudia und Andrea ohne Pause um die Ranch und um ihre Gäste. Zusammen mit den Urlaubern essen die beiden Frauen zu Abend. Weder Andrea noch Claudia haben eine eigene Familie. Beide sind Single und waren noch nie verheiratet. 21 Uhr, Lagerfeuer. Erst jetzt können Andrea und Claudia entspannen und den Tag Revue passieren lassen. Wenn du die Begeisterung der Leute spürst, wenn du siehst, die sind im Prinzip über sich hinausgewachsen und haben reiterlich was hinbekommen oder haben ihren ersten Viehtrieb mitgemacht. Das ist schon toll, wenn man die Gesichter dann sieht. Nach Deutschland zurückzugehen, kommt für beide Frauen nicht in Frage. Andrea und Claudia sind Cowgirls mit Leib und Seele.